So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Manuel, der Mr. Swisszocker, nennt mich wie ihr wollt. Ja, heute mal etwas anderes, kein Need for Speed, kein Pokémon. Ich hab heute gab ein bisschen Lust auf ETS und hab mir gedacht, da ich aktuell sowieso relativ viel einfach in Videospielen ein bisschen rumcruise, dachte ich mir, hey, wieso nicht direkt aufnehmen? Die Leute haben schon lange nichts mehr von mir gesehen. Und ja, hier ist es, somit ist ein neues Projekt geboren und zwar nenne ich es Let's Drive. Heute fahren wir im ETS 2 eine Runde, in Euro Truck Simulator 2. Vielleicht spielen wir nächstes Mal irgendwie, fahren wir in TDU 2 mal irgendwie eine Runde mit dem Auto. Sehen wir dann. Auf jeden Fall werde ich in diesen Serien Auto fahren, und zwar möglichst reell. Das heißt, mich an die Straßenverkehrsordnung halten, mich an die Geschwindigkeit halten, etc. Ich fahre mal weiter, ich fahre mal los und beschreibe die Idee dieses Projekts noch ein bisschen. Kommt keiner? Okay. Bevor ihr fragt, der LKW ist ein bisschen im Arsch. Ich habe aber momentan gerade keine Knete, um zu reparieren. Der Motor ist repariert. Deshalb soll es eigentlich laufen. Das Getriebe. Aber ja. Ja, schon lange keine Videos mehr von mir. Grund war natürlich Ferien, 3 Wochen. Und keine Lust. Ja, ich hatte auch nach Amerika immer noch keine Lust, um irgendwas aufzunehmen. Ich hatte gehofft, dass es sich ein bisschen bessert. Ja, ich schalte immer direkt in den 6. Gang, weil er so auch gut durchzieht. Ich hatte einfach keinen Bock aufzunehmen, und wenn ich keinen Bock habe aufzunehmen, dann ist es für euch auch nicht angenehm, die Videos zu schauen, weil die Videos dann halt einfach ein bisschen scheiße sind. Deshalb dachte ich mir, lass es komplett, bringt ja eh nichts. Auf die andere Spur über. Ja. Und da mir momentan ETS oder generell in Videospielen ein bisschen rumgurken Spaß macht, dachte ich mir, hey, wieso nicht aufnehmen? Ich darf nur 50, okay. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist Monster Cat, sollte deshalb auch copyright-mäßig okay sein. Hoffe ich. Wenn nicht, dann wird sich die GEMA schon noch früh genug melden. Irgendwo muss ich hier links da vorne. Setzen wir schon mal den Blinker. Und es könnte sein, dass ihr ein bisschen Knacken und so hört im Hintergrund. Das ist, weil Schallknüppel und Lenker. So. Wird auch schon wieder grün. Fahr du Passat, Mann. Das ist ein Passat oder ein CC? Ne, ist ein VWCC, wie das Dingen heißt. So, biegen wir ab. Hochschalten. So, ja, ich möchte dieses Projekt Let's Drive ein bisschen dazu nutzen, um mit euch zu quatschen. Wer den Let's Play Noob kennt, er macht ja ein bisschen Vlogs in seinem Auto. Schon lange nicht mehr gemacht, aber macht ein paar Vlogs. Ja, so viel zu Motor ist toll. So, komm, Start. Das passiert, wenn ihr den LKW nicht reparieren lasst, Freunde. Oh, ich darf 80. Sagt mir das doch einer. Genau. Und ich mach's, weil ich kein Auto habe, mache ich das hier. Rede ich ein bisschen mit euch. Ihr könnt mir auch Themen in die Kommentare schreiben, über die ich mal quatschen soll. Sei es Politik, sei es irgendein Game, sei es irgendwas anderes. Schreibt's mir in die Kommentare. Also ihr könnt hier unter dem Video schreiben, was ich das nächste Mal für ein Projekt machen soll. Wir sind übrigens erst im Auftrag gefahren. Verarschen? Der Auftrag ist weg. Es war ein ganz chilliger Auftrag bis nach Genf. Weil ich nur einen kurzen wollte. Ja, ganz großes Kino, ey. Welcher ist ein kürzer? Der ist zwar länger, aber... Weißt du was?
Wir fahren, wir bringen Tomaten nach Brüssel. Wenn ich das hier nicht in einer Folge fertig kriege, dann machen wir halt zwei draus. Navi? Moment. Wir sind verpeilt bis heute. Piep, piep, piep. Gib mir den Auftakt. So, wir bringen Tomaten nach Brüssel. So. Genau, der LPN macht das Ganze mit seinem Vlog. Ich habe kein Auto, deshalb machen wir es so, weil einfach mich vor die Kamera stellen, ein bisschen quatschen ist auch ein bisschen öde. Vor allem gibt es schon zu Tausenden auf YouTube. Muss ich mich nicht auch noch vor die Kamera stellen und meine Fratze in die Kamera halten. Deshalb mache ich so. Scheiß Motor. Der Motor ist repariert, Mann. Der Mechaniker, der fliegt. So, mach an. Den Hobel. So. Links ist frei, ist rechts auch frei gleich. Oh, sehr aufmerksam, der Herr. Danke. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Kurz ein bisschen die Zeit im Überblick halten. Weil ich habe ja in Amerika so eine tolle Uhr gekauft. Wirklich schön. War günstig. Sehr günstig. Genau, dieses Projekt eben, wie gesagt, ist so ein bisschen Fun-Projekt, so ab und zu kommt es mal, wenn ich wieder keine Lust auf meinen Standardprojekte habe, kommt das ein bisschen, weil ein bisschen rumfahren, das mache ich fast immer eigentlich. Generell so ETS, mache ich immer, eigentlich immer ein bisschen Bock, oder dann fahre ich in TDU 2 mit einem Toyota Supra ein bisschen durch die Gegend. Oh, da vorne stehen sie. Bisschen alles. Genau. Jetzt bald kommt dann ja auch... Upa! Was macht ihr denn für einen Sport, Freunde? Ich stehe hier noch, ne? Fährst du jetzt los, oder? Ja, du fährst links rüber. Das finde ich super. Mein Auto noch mehr kaputt. Und die Tomaten sind kaputt. Na egal. 1%, das ist verkraftbar. Wo war ich? Genau, ja, ich fahre halt gerne ein bisschen rum. ETS und TDU. Bald kommt dann ja auch noch der American Truck Simulator. Werde ich auf jeden Fall auch mir zulegen. Da der Mr. Metal Singer das auch Let's Playen wird. Let's Playt übrigens auch TDU 2. Let's Playt, wenn es rauskommt, dann auch den American Truck Simulator. Wer ihn nicht kennt, ist in meinem Kanal in Abo-Box verlinkt. Könnt ihr mal bei ihm reinschauen, er macht wirklich tolle Videos. Für diejenigen, die auf Simulation stehen, sind bei ihm an der richtigen Adresse. Und ja, ich werde mal schauen, ob ich vielleicht mit ihm eine Runde American Truck Simulator aufnehme. Weil, ja, es einfach Spaß macht. Mir macht Spaß hier ein ETS rumzugurken und ja, Amerika ist sowieso ein geiles Land. Genau. Ja, heute will ich einfach ein bisschen random drauf losquatschen. Ich habe mir heute nicht wirklich ein Thema, also ein Thema wird sicher sein, Ferien, das ist ein riesiges Thema. Ein bisschen von meinen Ferien quatschen. Ich habe zwar ein Video gemacht, aber es ist nur ein Bruchteil, den ich da erzählt habe. Deshalb hier noch ein bisschen mehr gequatsche. Ja, einfach so als Info, eben dieses Projekt wird wahrscheinlich nicht regelmäßig, es wird nicht regelmäßig kommen. Einfach so ab und zu, wenn ich mal keinen Bock habe auf die normalen Projekte. Und ja, ich fahre zu schnell, ich weiß, ist mir Wumpe. Ja, dann kommt das hier, weil ich sowieso immer ein bisschen rumfahre. So, scheinbar Wischwaschdinger aus. Was sagt der Benzinstand? Ups, der passt. Ich muss da vorne ab, okay. Bremsen wir ein bisschen. Mit 120 in die Kurve mit einem LKW ist doch keine so gute Idee, wenn 40 angegeben sind. Vor allem stehen da zwei Kartoffeln rum und den will ich nicht hinten drauf semmeln. Weil die KI fährt ziemlich
Genau, und penetrant 40 km/h. Jetzt fahr, man! Wenn ich mit meinem... Wenn ich mit meinem 20-Tonner hier um die Ecke komme, mit 60 kommst du mit deinem komischen CC-Dingens auch hier rum. Ist ein CC, glaube ich. Wenn nicht, dann könnt ihr mich in den Kommentaren jetzt zerreißen. So, ist natürlich alles auf manuelle Schaltung eingestellt. Ist da rechts einer? Nein, ne? Ist manuell mit Kupplung, allem drum und dran. Und ja. Ja. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wenn ja, dann ist die Aufnahme im Arsch. Und ich werde es fürs nächste Mal ein bisschen besser machen. Beziehungsweise für euch gibt es dann kein erstes Mal, weil ich die Aufnahme dann direkt in Abfalleimer schmeiße. Genau. Sollte links darüber. Ich sollte vor allem langsamer fahren. So. In echt würde ich dann natürlich mich schön an die Vorschriften halten. Es ist einfach hier ein EDS. Ich soll 80 fahren auf einer Autobahn. Auf einer deutschen Autobahn. Deutschland ist sowieso unlimitiert. Ich verstehe nicht, wieso ich mit einem LKW 80 fahren soll. Klar, das ist ein Riesenteil. In echt würde ich es auch machen. Aber nicht hier. Fährt kein Schwein, außer der Metal Singer fährt 80. Hallo? Ja. Also, wenn eine Geschwindigkeit angegeben ist, wie hier beispielsweise 80, dann halte ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Vor allem, wenn Blitze hier stehen. Aber ansonsten, wenn freigegeben ist, dann heißt es nicht nur für die Autos, sondern auch für mich. Dann werde ich das Gaspedal am Fußboden festnageln und erst wieder loslassen, wenn es nicht mehr anders geht. Beispielsweise, wenn sowas passiert. So, mach an den Hobel. So, komm. An jetzt. So. Weil ich mehr Kohle habe, wird der Wagen repariert. Geht so nicht weiter. Ist wieder freigegeben eigentlich? Kann ich achten. Ich war so mit einem Motor beschäftigt. Ist freigegeben. Komm. Und wenn nicht, dann gibt es halt eine Buße. Shit happens. Ach, 90. 90 darf mit dem LKW fahren? Okay. Ist trotzdem zu langsam. Der LKW packt 140. Scheiß Mück. Scheiß Moskito. Weiß gar nicht. Wie sagt man Mücke in Deutsch? Wisst ihr überhaupt, was eine Mücke ist? Ein Moskito. Wie sagt ihr dem in Hochdeutsch? Wir sagen dem, das ist eine Mücke. Fragt mich nicht, wer auf den Ausdruck gekommen ist. Es ist eine Mücke. Die piekst und dann beißt es. Dann juckt es. Wir sagen zum Beispiel auch nicht jucken, sondern es beißt. Es juckt nicht, es beißt. Jetzt gibt es eine tolle Redewendung, man kann sagen, ja, es beißt mich, ja dann beißt zurück. Witz des Tages. Ja. Gut. Schneiden wir das Thema an, was ich eigentlich ursprünglich ansprechen wollte. Meine Ferien. Ich habe ein kurzes Video gemacht mit den Fotos und allem. Das... Fick dich, Motor. Wer es noch nicht gesehen hat, der sollte es noch sehen. Komm, mach jetzt an. Der kann sich's gerne noch reinziehen. Wenn nicht, dann Pech. Hoppala, Aufschuss. Ich war gerade... Kommen wir gerade vom Essen. So, ein bisschen rüber. Sorry. Ich weiß, Elefantenrennen und ja. Ich fahre aber 120. Ja, ich war in Amerika in den Ferien. Wer es genau wissen will, in Kalifornien. Das heißt in San Francisco, in Las Vegas, im Grand Canyon, im Death Valley, im Bryce Canyon, in... Was gibt's noch? In LA, in Las Vegas, in... So etwa. Mammut Mountains, wenn euch das was sagt. Sagt am wenigsten etwas, leider, weil es ist ein ziemlich geiler Berg. Ziemlich geiler Ort. Hier wird die Kurve enger. Aber ist nicht populär. Ist ein schönes Fleckchen Erde. Ganz ehrlich. Ja, also kurz zu unserer Tour. Wir sind Dienstag abgeflogen. Fragt mich nicht, welches Datum. Doch. 14. war der Montag.
Und 15. sind wir geflogen. Am Dienstag 15. glaube ich. Wenn es nicht der 15. ist, sondern den Dreh da. Sind wir abgeflogen von Zürich nach San Francisco. In San Francisco waren wir dann auch am Dienstag um 3, weil Zeitverschiebung und alles. Wir flogen 12 Stunden etwa. Genaue Zeit weiß ich nicht mehr, ungefähr 12 Stunden. Was ist da angegeben? 90, dann bremsen wir ein bisschen. Und ja, also der Flug ist halt Flug wie jeder andere, ne? Nur ein bisschen länger. Ich muss gestehen, ich fliege nicht allzu gerne, deshalb werde ich an der Gamescom auch mit dem Auto hinjückeln und nicht mich in Flieger setzen bis Köln, weil ich hasse Fliegen. Ich bin generell, ich habe eine Höhenangst. Ein Flugzeug ist nicht so krass, aber sobald das scheiß Flugzeug irgendwie eine Bewegung macht, was nicht so normal für ein Flugzeug ist, dann kriege ich die Krätze, kriege ich Krise. Generell auch mit dem Einchecken und durch den ganzen Flughafen latschen und all dem Müll, auf das habe ich keinen Bock. Deshalb Gamescom, Auto, Gepäck, Kofferraum auf, alles reinschmeißen, zu und ab geht er. Nix einchecken, nix dumme Fragen beantworten, einfach über die Grenze und tüdelü. Sind wir schon in Frankreich? Nur die Franzosen stellen so dumme Zahlungsdingens auf. Da auf der Minimap seht ihr so ein Ding für Zahlen. Ja, da vorne ist es schon. Ja, wir sind schon in Frankreich, Leute. Allez les bleus. Die haben es auch nicht weit gebracht. Ja, wobei, eigentlich schon. Weiter als die Spanier. Wir sind dann nach... ich sollte bremsen. Wir sind nach San Francisco geflogen. Oder San Francisco, wenn ihr so wollt. Stopp. Und dort hat uns dann ein Shuttlebus vom Flughafen ins Hotel gebracht. Das Hotel war das Holiday Inn. 90% der Hotels heißen Inn. Fragt mich nicht wieso. Keine Ahnung. Holiday Inn hieß das. Ich empfehle es nicht wirklich. Nicht weil das Hotel scheiße war. Das Hotel war gut. Es war gut. Aber die Location ist für ein Po. Für ein ganz unten. Ne? Also die Location ist scheiße. Generell, wenn ihr nach San Francisco geht, lasst die Market Street in einem großen Bogen außen vor. Die Market Street ist eigentlich so die Hauptstraße von San Francisco. Wenn ihr euch verirrt habt, fragt nach der Market Street und ihr wisst, wo ihr seid. Market Street ist Hauptstraße von San Francisco und dort sammelt sich ein ganzes Sammelsurium an verrückten Leuten und Straßenpennern. Aufdringlichen Straßenpennern. Die sind wirklich recht nervig. Vor allem, wenn du jeden Morgen halb verschlafen aus dem Hotel kommst, Frühstück suchen, hey, you have me a dollar? Geh ihn anders fragen, der schon wach ist. Ja, das Hotel war gut, aber die Location nicht ideal. Ich empfehle euch, geht, wenn ihr nach San Francisco geht, nehmt ein Hotel in der Nähe der Docks am Hafen. Die sind nicht schlecht, die Hotels. Wir haben uns eins angeschaut. Das ist echt nicht schlecht. Vor allem eben die Location ist viel, viel besser. Ihr habt, ich glaube, zwei, drei stehen da auch an der Straße und haben ihre Dose vor sich. Aber sie nerven nicht. Ich hätte nichts gesagt, wenn die alle im Straßenrand gesessen hätten und sich ihre Augen ausgeguckt hätten. Aber die Typen, die kommen zu dir, nerven dich 5 Minuten lang. Du sollst denen einen Dollar geben. Oder 10, keine Ahnung. Und lassen nicht locker. Du kannst denen sagen, hey Junge, verpiss dich, ich geb dir nix. Der bleibt bei dir. Wie so ein dummer Schoßhund.